DDR-Nostalgie pur in der MWG-Museumswohnung. Seit dem 24. April ist die Museumswohnung wieder geöffnet. Nach einigen Monaten Corona-bedingter Schließung feierte die MWG die Wiedereröffnung mit dem Familienfest Spielen wie früher. Ganz besondere Highlights sind, wie es hier hinten schon zu sehen ist, der Bio-Gaukler, der ein paar charmante Witze auf Lager hat und die Kinder hier, glaube ich, zum Lachen bringt mit seinen Tricks. Ja, ansonsten ist hier der Dialog der Generation direkt hinter dem Zelt vertreten. Die machen ein Büchsenwerfen mit den Kindern. Auch in der Wohnung gab es jede Menge Spielzeug aus DDR-Zeiten zu betrachten. Freiwillige des MWG-Nachbarschaftsvereins betreuen die Wohnung in der Hohenpfortestraße 61 und stehen Besuchern zur Seite. Sehr viele erinnern sich, es gibt auch welche, die weinen, weil sie sehen, das ist mein Zuhause gewesen. Die Jüngeren gucken uns an und sagen, können Sie uns helfen? Dann berichten wir darüber, wie es hier so war. Wir haben nur DDR-Zeit. Ab 59, 60 haben wir hier. Weil das ist die Zeit, wo sich alle wohlfühlen. Ist egal, wie alt sie sind, selbst die Kleinen schreien, das hat meine Oma auch. Die MWG-Museumswohnung ist sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Auch gesonderte Termine mit Führungen sind möglich.